Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema Produktivität steigern und seine Zeit richtig einteilen. Das heißt, vielleicht nicht ganz so viel faulenzen. Wir haben heute Sonntag und sind in Wien unterwegs mit der Viktoria. Wo sind wir? Wir sind am Donaukanal. Da links ist die Lände und hier ist der Donaukanal, was auch immer die Lände ist. Ja, auf jeden Fall suchen wir jetzt gerade Plätze, wo wir Instagram-Stories und Feed-Posts produzieren können. Und ja, wir sind jetzt auf dem Weg zum, wie heißt das Ganze? Am Schottenring. Schottenring. Schotten sind die Leute, die in Schottland leben. Und am Schottenring hängen alle ab, die hier eingewandert sind aus Schottland. Ne? Sonne blendet ziemlich. Ich habe mir überlegt, wir geben immer abwechselnd Tipps. Wenn wir jetzt schon die Wiki mit dabei haben, dann gibt ihr euch auch den ein oder anderen Tipp, was sie zum Thema Produktivität und Zeitmanagement und was auch immer hat. Und ich fange an mit dem ersten Tipp. Wir haben jetzt übrigens die Drehlocation gefunden, die erste. Da hat man so verschiedene Hintergründe, überall sind irgendwelche Graffitis an der Wand. Und was ich halt immer mache, ist, ich erledige auf jeden Fall immer alle Dinge, die sein müssen, als allererstes und schiebt die halt nicht auf. Und dazu gehören auch so ganz kleine Dinge, weil die kleinen Dinge, wenn man die nicht macht, dann stressen die einen irgendwann noch mehr und dann werden es immer mehr kleine Dinge und die kleinen Sachen halten euch dann halt auf von den großen Dingen und so hinkt ihr halt irgendwann immer weiter hinterher. Ich bin gespannt, was die Wiki euch gleich sagt, aber wir legen jetzt erstmal los mit ein paar Videos hier. Ja, wunderschön, hat die Wiki direkt meine Sachen geklaut. Ich mache was vor für meinen Kanal und dann klaut sie einfach alles. Das haben wir, das nennt man gegenseitige Unterstützung. Anderen Hintergrund. Siehst du es? Ja. Kickball back, lunge, lunge, kickball back, oh. Sah so ein bisschen unbeholfen aus. Ja, okay, nein, du musst jetzt erstmal die Tipps für Produktivität und so beantworten. Ach so, naja, guter Tipp finde ich ist einfach früh aufstehen. Ich bin noch ein bisschen außer Atem von den Videos. Ich habe früher selber so ein bisschen den Fehler gemacht, immer lang zu schlafen und bin abends irgendwann um 10 oder 11 von den Kursen heimgekommen und der Kopf war dann einfach müde und habe mir jetzt irgendwie aus unerfindlichen Gründen angewöhnt, früher aufzustehen. Also, wieso lachst du? Also, jetzt, es muss ja nicht gleich 6 Uhr morgens sein oder so, aber zumindest 8 oder 9 Uhr auch an einem freien Tag aufstehen, weil dann hat man einfach den ganzen Tag und kann jede Menge schaffen. Mhm. Okay, früh aufstehen ist ja ein ganz schöner Tipp, auch wenn die Wiki das noch gar nicht so lange macht. Und eigentlich hat die das gar nicht aus Produktivitätsgründen gemacht, nämlich. Doch. Nein. Das war ein positiver Nebeneffekt. Auf jeden Fall mein nächster Tipp ist, meine Mama hat immer früher gesagt, kein Gang umsonst. Und es ist wirklich so, wenn ihr jedes Mal, wenn ihr irgendwo hingeht, wenn ihr zum Beispiel runter müsst zum Auto, raus in einen anderen Raum oder keine Ahnung, und irgendwo ist ein bisschen Unordnung, dann nehmt einfach irgendwas mit, was ihr wegräumen könnt. So, das macht gar keinen Stress und gar keine Umstände. Und wenn ihr euch das erstmal angewöhnt habt als Routine, dann habt ihr immer ein bisschen mehr Ordnung, als wenn ihr das nicht machen würdet. Ja, was sagst du jetzt? Voll gut. Voll gut.
Vicky ist dran mit dem nächsten Tipp und jetzt was ganz Besonderes einfallen lassen. Ja, so besonders ist das eigentlich gar nicht. Eine Sache nach der anderen, also sich immer nur auf eine Sache konzentrieren, weil ich selbst habe auch wirklich oft das Problem, ihr kennt das bestimmt, diese Phasen, wo einfach tausend Sachen auf einmal zusammenkommen, und ich habe wirklich oft den Fehler gemacht, auch früher, dass ich total überfordert war und mich gar nicht gewusst habe, wo ich jetzt anfangen soll, und dann habe ich einfach gar nichts gemacht, weil in meinem Kopf so ein Chaos war. Ja, macht aber einfach mehr Sinn, wenn man mal eine Sache rausnimmt, so vielleicht die allerwichtigste, die allerdringendste, und die anderen mal kurz beiseite schiebt, nicht vergisst, aber beiseite schiebt und die erste Sache erledigt und dann einfach sich an die nächste Sache ranwagt. Dann geht das zack, zack. Aber ist das nicht allgemein so ein Frauenproblem, dass man so tausend Sachen gleichzeitig macht? Echt, findest du? Haben Männer das Problem nicht? Nein, weil wir sind ja von Natur aus nicht multitaskingfähig. Also machen wir automatisch immer nur eine Sache. Vielleicht können Frauen einfach mehr Sachen gleichzeitig machen. Ja, aber dann widersprichst du dir ja gerade. Ja, ich habe es mir selbst gerade gedacht, aber vielleicht bin ich da einfach ein bisschen eine atypische Frau. Kann ja sein. Für was steht das A? Anti. Anti-Frau. Nicht Anti-Frau, antitypisch. Okay. Ja, wir suchen mal weiter und dann gibt es auch gleich den nächsten und letzten Tipp von mir. Okay, der letzte Tipp ist Bewusstsein schaffen dafür, wie oft du dich eigentlich ablenken lässt. Dauernd haben wir überall Ablenkungen. Ob es eine Nachricht ist, die wir auf dem Smartphone bekommen, wenn das Display aufblinkt, oder wir einen Anruf bekommen, oder es klingelt an der Tür, oder es läuft ein Fernseher nebenbei, es läuft Radio, Musik, was auch immer. Auf jeden Fall versucht die Ablenkung zu minimieren, und dabei hilft es zum Beispiel auch, sehr, sehr früh zu arbeiten. Es gibt ja diese erfolgreichen Leute, die um 5 Uhr morgens aufstehen. Und das machen die genau deswegen, weil dann nirgendwo sonst anders jemand wach ist und irgendwie denjenigen dann stören kann. Das ist mein Tipp. Ja, das ist kombiniert, dein Tipp mit dem Tipp. Ja, deswegen versucht ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wo ihr euch ablenken lässt und wie schnell ihr euch ablenken lässt. Und versucht dann, diese Ablenkung zu minimieren. So, kurz einen Zwischenstopp mit Chai Latte und Kaffee Latte gehabt und Topfengulatsche. Topfengulasch. Nicht Gulasch, Gulatsche. Ja, richtig gesunde Ernährung auf jeden Fall. Und gesunder Snack für zwischendurch. Da ist Topfen drin. Was ist Topfen? Quark. Ah. Das ist bestimmt Magertopfen. Magertopfen. Es gibt zwar super viele coole Locations noch hier, aber es sind einfach überall Menschen. Und ja, deswegen war es das jetzt für heute. Ich hoffe, die Tipps haben euch gefallen und ihr konntet damit ein bisschen was anfangen. Und schreibt mal gerne in die Kommentare, wie euch das Format gefällt, wenn man so eigentlich einen ganz normalen Vlog macht und die ganze Zeit aber irgendwelche Tipps gibt. Und schreibt auch mal in die Kommentare, ob euch das gefallen hat, dass die Victoria Minoritenkirche. Dass die Victoria mit am Start war und so ein bisschen mitgestaltet hat. Und mit der Minoritenkirche. Minoritenkirche. Ja, abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.